Und wir haben diesmal keinen Showblock, meine Damen und Herren, aber ich muss eben eine kleine Pause machen für unsere Kandidaten. Die müssen sich eben umziehen vor der letzten Runde und ich möchte mich mal ein bisschen erholen hier, so eben auf diesem Sofa. Very nice. Ja, ja. Ich habe gerade gesagt, ich möchte mich eben erholen. Ja, jetzt Rod Hulby mit seinem Emu. Tag Emu. Rod, als du das letzte Mal bei uns warst, vor einem halben Jahr, dann haben viele Kinder geschrieben, die möchten auch mal ein Emu haben. Aber die Eltern glauben, es ist ein Riesenproblem, um so ein Tier sauber zu halten und so. Oh, wie machst du das eigentlich? Yes, well, it's the Fuß. Die Füße sauber machen, ja, zum Beispiel. Mit einem Schrubber. Mit einem Schrubber? Ja. Ja? Und wie machst du das dann? Ja. Und, und der Fuß hier. Ja, der Fuß sauber machen, so, ja. Da auf Knie. Ja. Habe ich nicht gemacht, habe ich überhaupt nicht gemacht. Nein, habe ich nicht gemacht. Ja. Stop, Pete. Stop. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Ja, ich tue nichts. Ich tue nichts. Nur eben festhalten. Ich halte nur fest. Keine Angst. Ja, danke schön. Danke schön. So, und jetzt schrubben, ja? I'll give you the brush. Ja. Would you do it? Ich muss schrubben. When I say go. Ja. Ja. Ready? Ja. Go. Jetzt schrubben, ja? Ja. Rod, und mit seiner Gesundheit, untersuchst du ihn ab und zu mal? Ja, das ist Test Nummer 2 mit dem Stick hier. Ja. Ja. Ich will nicht. Keine Angst, keine Angst. Ja? Nur aufmachen. Emu, nur aufmachen, nur Mund aufmachen, so. Ah, ah, ah. Ah. Wird er mal untersucht auf seine Lungen auch und so? Oh. Ja? Ja, it's important. For the lungen, ja? Ja. Mit dem Stethoskop. Ja. Now, excuse me, please, how to lay him down. Er muss liegen hier. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. There, now. Ready? Very up there. Yes, there. Stop. Ja, ja, natürlich, ja. Oh, right. Ha, ha, ha.